Kapitel 6.2 Das islamische Urteil über Horoskope. Nicht nur die Astrologie ist wie zuvor erwähnt haram, sondern auch Astrologen aufzusuchen, ihre Vorhersagen anzuhören, Bücher darüber zu kaufen oder Horoskope zu lesen. Über jemanden, der um sein eigenes Horoskop ersucht, hat der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, gesagt: Das Gebet desjenigen, der sich einem Wahrsager nähert und ihn befragt, wird 40 Tage und Nächte nicht angenommen. Wie im letzten Kapitel erläutert, bezieht sich die Strafe in diesem Hadith auf das bloße Annähern und Befragen eines Astrologen, selbst wenn der Fragende am Wahrheitsgehalt der Aussagen zweifelt. Ist jemand im Zweifel darüber, ob astrologische Informationen wahr oder falsch sind, so ist er auch im Zweifel darüber, ob es neben Allah jemanden gibt, der Wissen über das Verborgene hat oder nicht. Dies ist eine Form des Schirk, weil Allah eindeutig sagt: Bei ihm befinden sich die Schlüssel zum Verborgenen. Nur er kennt sie. Surah Al-An'am, Vers 59. Sprich: Niemand in den Himmeln und auf Erden kennt das Verborgene außer Allah. Und sie wissen nicht, wann sie wieder auferweckt werden. Surah An-Naml, Vers 65. Wenn jedoch jemand an die Vorhersagen ihrer Horoskope glaubt, egal ob sie gesprochen oder in astrologischen Büchern niedergeschrieben wurden, verfällt er direkt dem Kufr, also dem Unglauben, so wie es vom Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, berichtet wurde. Wer auch immer sich einem Wahrsager nähert und daran glaubt, was er sagt, ist an dem ungläubig geworden, was Muhammad offenbart wurde. Genau wie beim vorherigen Hadith bezieht sich dieser Hadith wörtlich auf Wahrsager, aber er ist auch auf Astrologen anwendbar. Beide behaupten, Wissen über die Zukunft zu besitzen. Die Behauptungen des Astrologen stehen genauso im Widerspruch zum Tauhid wie die des gewöhnlichen Wahrsagers. Er erhebt den Anspruch, dass die Persönlichkeit des Menschen über die Sterne bestimmt werden kann. Außerdem sagen sie, dass die zukünftigen Handlungen und Ereignisse in den Sternen geschrieben stünden. Der Wahrsager behauptet üblicherweise, dass die Anordnung von Teeblättern am Boden der Tasse oder die Linien einer Handfläche ihm das gleiche Wissen vermitteln können. In beiden Fällen sagen Individuen, dass sie die Fähigkeit besitzen, das verborgene Wissen aus der physischen Anordnung von erschaffenen Objekten herauslesen zu können. Der Glaube an die Astrologie und das Erstellen von Horoskopen stehen in klarem Widerspruch zur Lehre und zum Geist des Islams. Nur eine arme Seele, die noch nicht vom wahren Iman, also dem wahren Glauben an Allah, gekostet hat, sucht auf solchen Wegen. Im Wesentlichen sind diese Wege ein vergeblicher Versuch, dem Qadr, also der göttlichen Bestimmung, zu entkommen. Die Unwissenden glauben, dass sie sich heute schon vorbereiten könnten, wenn sie nur wüssten, was sie morgen erwartet. Auf diese Weise versuchen sie, das Schlechte zu verhindern und das Gute zu sichern. Doch der Gesandte Allahs, Friede und Segen seien auf ihm, wurde von Allah angewiesen zu sagen: Und hätte ich Kenntnis von dem Verborgenen, wahrlich, ich hätte mir die Fülle des Guten zu sichern vermocht, und Übles hätte mich nicht berührt. Ich bin ja nur ein Warner und ein Bringer froher Botschaft für die Leute, die gläubig sind. Surah Al-A'raf, Vers 188. Wahre Muslime sind daher verpflichtet, sich von solchen Dingen fernzuhalten. Deswegen sollten Ringe, Ketten und dergleichen, die Tierkreiszeichen darstellen, nicht getragen werden, selbst wenn man nicht daran glaubt. Sie sind ein Teil eines erfundenen Systems, welches Kufr, also Unglauben, verbreitet, und sollten daher insgesamt entfernt werden. Kein Muslim sollte einen anderen gläubigen Muslim fragen, was sein Tierkreiszeichen ist. Auch sollte er nicht versuchen, diesen Tierkreiszeichen irgendeinen Wert beizumessen. Ebenso muss man sich davor hüten, Horoskopseiten in Zeitungen zu lesen oder dem Gelesenen zuzuhören.
Jeder Muslim, der astrologische Vorhersagen erlaubt, um seine Handlungen zu bestimmen, sollte Allahs Vergebung ersuchen und seinen Islam erneuern.